Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Und heute geht's weiter mit Let's Play Super Mario 64. Finde die 8 Münzen. Yes, wie ihr schon an meinem Kommentarstil bemerkt, ich bin happy. Hab lange, lange kein Mario 64 mehr gespielt und freue mich jetzt natürlich umso mehr. Finden die 8 roten Coins, ne, das ist ja, ja, ein super Beginn. Ne, direkt wieder Münzen, Münzen, Münzen sammeln, aber ja, machen wir es halt. Dum, 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 dum. Auch wieder mit einem genialen Soundtrack, möchte ich hier nochmal anmerken. Ich fokussiere kurz nochmal nach. So. Ich habe jetzt den Sound etwas lauter gemacht, weil die Musik, weil ich halt wusste, okay, wir machen in der Welt weiter. Und dann habe ich den Sound extra nochmal hochgedreht, damit wir auch schön diesen Sound hören. Ich weiß nicht, ob das laut genug ist. Vielleicht halte ich gleich mal meine Klappe und dann könnt ihr den Sound mal so genießen. Ich bin auch schon lange dann überlegen, ob ich mal den Soundtrack von dem Spiel hochladen soll. Weil er halt doch sehr schön ist. Und gerade dieser Sound, finde ich persönlich, ist einer der besten Soundtracks der Videospielgeschichte. Es gibt kaum Titel, wo ich sage, besser. Und ich finde auch keinen besser als den. Also Unterwasserwelt ist ganz klar immer noch die beste. Soundtrack ist für mich ganz klar hier Piratenbucht Panik. Aber das nur by the way. Öffnen wir schnell die Kanone, damit wir so schnell wie möglich am letzten Stern drankommen, aber dazu später mehr. Jo, wie bereits in Mario und Sonic, was leider mit dem Kommentarstil, ich persönlich fand es zumindest sehr schlecht war. Und ja, ich habe gesagt, das ist wird besser. Deswegen, here we go. Ja, also, es tut mir nochmal leid. Also ich fand mein Video zu Mario und Sonic fand ich überhaupt nicht gut. Aber ja, ich habe es dir auch erzählt, warum. Ich wollte gerade die Münzen skippen, ne? Aber nein! Das wäre dumm, wollte ich sagen, und dann fallen wir runter. Really? Na gut, immerhin können wir jetzt den Fail nutzen und uns diese dritte rote Münze holen. Also hatte es mal wieder doch etwas Positives. Allerdings war der Fail trotzdem ein bisschen unnötig. Warte mal, oh lol. Die habe ich jetzt ganz vergessen, ne? Ich habe die Position der Muscheln übrigens sehr gut im Kopf. Sieht man, denke ich, auch hier, wie ich hier durchrush oder beziehungsweise durchgehe. Weil rushen wäre Weitsprung, 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 ne, und so weiter. Yes. Man kann ja auch ein bisschen was skippen mit einem ganz einfachen Sprung. Muss ich persönlich zugeben, traue ich mir nicht. Also ganz selten schaue ich mich hier mal rüber. Das ist nicht, weil ich zu dumm bin oder keine Eier habe, ganz im Gegenteil. Nee, nee, das ist Kindheitserinnerungen. Und als Kind fiel mir das immer sehr schwer, das Timing einzuhalten, was da ja auf den Brücken da ist, diese. Wisst ihr? Und das fiel mir halt als Kiddy sehr schwer. Und das habe ich bis heute noch so in Erinnerung. Aber jedes Mal, wenn ich es schaffe, denke ich mir immer, Alter, das ist doch nichts Schweres dran. So. Wie ihr sehen könnt, hier ist es ein bisschen schwerer, die 100 Münzen zu bekommen. Die letzte Münze können wir hier einsammeln. Die ist hier unter der Muschel, wie man sehen kann. Diesen Star bekommen wir ebenfalls noch nicht. Also da brauchen wir erst eine Fähigkeit, die wir erst wesentlich später bekommen. Also das dauert noch. Die kriegen wir auch nicht in den übernächsten Part. Das dauert noch ein ganzes Weilchen. Das ist auch die letzte Fähigkeit im gesamten Spiel. Also wie gesagt, es dauert noch. So, bevor wir uns jetzt aber den 8 Red Coin Star gönnen, lass mich doch schwimmen, du komische Strömung. Ich will doch gar nicht zu dir. Hole ich mir erst einmal diese Münzen hier, weil wir brauchen sie. Irgendwie habe ich schon oft bemerkt, dass man, wenn man Richtung Strudel kommt, was später noch in den Game vorkommt, oder Richtung, wie heißt es denn, Richtung hier, diese komische Blasen da, die sie uns verhindern wollen, die verlangsamen auch ein Extrem. Wollen die das ersaufen? Wollen die etwa, dass wir ersaufen oder was genau soll das? Alter, ich drück doch. Ist irgendwas mit meinem Controller nicht oder was ist hier los, du? Nee, nee, also das kann nicht sein. Das hier habe ich schon mal vorgelesen in der, ich glaube in Part 4 oder 3, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Wie viele Parts haben wir eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wie gesagt, ist schon etwas länger her, als ich das auch hier aufgenommen habe. Aber ja, natürlich ist es, wenn in der Beschreibung steht, ist es natürlich richtig. Also wenn das Video online kommt, dann ist das zu 100% sicher. Das ist dann richtig. Da brauche ich ja keine Gedanken machen, ist das jetzt der richtige Part oder nicht. Keine Sorge.
Das übernehme immer schön ich. So, und jetzt müssen wir wirklich noch die letzten 4 Münzen irgendwie zusammenbekommen. Wo kriegen wir denn jetzt noch auf die Schnelle 4 Münzen her? Wo zur Hölle ist denn das? Ja, hier müssen wir auf jeden Fall raus, das ist mal sicher. Ach, ich liebe dieses N64, ehrlich, ich liebe diese Konsole, es ist meine Lieblingskonsole of all time. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, deswegen, Mario 64 ist auch mein Lieblings-Mario. Oder mein Lieblingsspiel auf der gesamten Welt. Also, selbst Mario Odyssey konnte nicht mitknüpfen, aber das war für mich vornherein schon klar, dass Odyssey nicht mit Mario 64 mithalten kann. Odyssey ist ein mega geiles Spiel und wurde auch Zweiter von den besten Games 2017, aber Zelda Breath of the Wild für Switch hat übrigens den ersten Platz abgeräumt. Jetzt kommt's mir, ja! Jetzt weiß ich, wo die Coins sind. Ja, hier sind doch diese Säulen. Ja, okay. Muss kurz nachdenken. Wie gesagt, in der Welt habe ich das wirklich nicht oft gemacht hier. Die 100%. Hoffentlich bekommen wir den. Yes! 21! Willst du speichern? Yes! Und weitermachen will ich natürlich auch. Here we go. So, der 8 Ritz. Okay, vergessen wir es. Ich kann doch kein Englisch. Nein, Spahn. Ach ja, ich feiere das Spiel. Ich feiere es. Ich habe so viel Spaß hier dran. Also, ich hoffe, euch gefällt das Projekt auch. Wir werden noch viel. LOL! Okay. Wir werden noch lange mit Mario 64 beschäftigt sein. Glaubt mir. So, 22. LOL. Ah, das ist ja auf dem Schiff so. Das ist kein Glitch oder Bug, was jetzt neu aufgetreten ist. Das ist hier so. Ja, eine Mission, die jetzt sage und schreibe 6 Minuten gedauert hat. Deswegen gehen wir schnell weiter zu Stern Nummer 23. Fliege zu den Steinsäulen. Ja, das ist einfach. Das schaffen wir in höchstens 50 Sekunden. Das ist wirklich ganz einfach. Da ist nichts Schwieriges dran. Oh, ich feiere das. Ich weiß nicht, ich sag's mittlerweile ziemlich oft, aber ich feiere das Spiel. Es ist so geil. Leute, gönnt euch. Zockt das ruhig mit mir. Dann können wir uns gegenseitig Tipps geben. Leute von heute. Scheiß doch auf Ultra 4K, ganz ehrlich. Nein, natürlich Schwan. Das ist natürlich schon eine geile Erfindung. Aber, Sie können, also nostalgiemäßig können sie natürlich nicht mit den Retro-Dingern mithalten. Jetzt wollte ich mich gerade teleportieren. Aber das geht ja hier nicht. Wir sind ja hier nicht in Odyssey. Nee, was ich sagen wollte mit dem 4K. Es gibt echt Leute, also ich habe da echt mal so einen Schulkollegen gehabt. Ich nenne jetzt seinen Namen mit Absicht nicht. Der kennt nur moderne Dinger. Habe ich mal gesagt, und ich hatte das hier mal gezockt. Und dann habe ich ihm gefragt, zockt das doch auch mal. Nein, das gibt's doch. Von wegen 50 Sekunden, ne? Das ist so ein Thema dazu. WTF. Dann habe ich gesagt, zockt das doch auch mal. Das ist ein mega geiles Spiel. Hat er gesagt, ja, das stimmt schon. Aber ich werde es nicht zocken. Ich so, WTF, warum? Und dann sagte er, allen Ernstes, jetzt kommt's, dass die Grafik zu pixelig ist. Er kriegt da irgendwelche Augenschmerzen. WTF. Augenschmerzen. Ey, das gibt's doch nicht. Gleich mache ich einen Cut. Aber jetzt mal im Ernst. Pixelig? Mario 64? Ich meine, klar, kann das mit Odyssey grafisch oder Zelda nicht mithalten. Aber das war 1996, Mann. Und damals war das revolutionär. Und ganz ehrlich, ich finde, Mario 64 hat eine sehr schöne Grafik. Oder? Also ich finde die Grafik hier mega. Besser, in Yoshi's World hieß es, glaube ich, oder Yoshi's Island oder wie auch immer das Game jetzt genau heißt. Yoshi's Island heißt es, komm jetzt, aber komm. Nein, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich mache mich hier gerade sowas von lächerlich, ne? Das gibt es doch nicht. Wir schaffen das nicht. Ich bin zu dumm dazu. Ich habe zu viel Schnaps gesoffen. Nein, ich war natürlich nicht. Ich sauf nicht. Oh Mann, du. Jetzt hab ich aus Versehen rausgezoomt hier, ey. Oh Mann. Übrigens soll ja auch bald Mario Party starten. Also noch steht's fest. Jetzt schieße ich das Ding so hoch bis zum geht nicht mehr, ne? Come on! Yes! Danke, Mann! Jetzt müssen wir nur noch. Ja, okay. Nur noch richtig zielen. Oh mein Gott, was war das für ein Fail? Wollte ich irgendwas mit Mario Party noch sagen? Achso, ja. Geplanungsgemäß kommt's, wie es in der Kanalinfo steht. Wenn da nichts Spontanes mehr privat abgeht, dann. Here we go. Here we go. Boah, das ist den ganzen Tag schon an Schütten, ne? Alter. So, ich guck mal kurz rein. Vielleicht schaffen wir ja noch einen Star.
Wir sind jetzt bald gleich bei 10 Minuten, aber laufe durch den Strudel. Ja. Nein, schaffen wir nicht, denn die Fähigkeit haben wir nicht. Wie gesagt, dazu brauchen wir eine gewisse Fähigkeit, die wir so noch nicht haben. Okay, damit haben wir Welt 3 vorerst abgeschlossen. Welt 1, 2 und 3 ist beendet. Im nächsten Part, Leute, seid dabei. Ich freue mich mega. Geht es in Kurs 4. Bock, ja, Bock, genau. Biber, Bobs, Bock, ich, keine Ahnung, lol. Ich kann kein Deutsch. Naja, egal. Leute, ich freue mich mega. Ich denke, man hört's auch. Seid mit mir unbedingt dabei im nächsten Part von Super Mario 64. Ich würde mich um ein Like freuen, über ein kostenloses Abo. Und damit ihr nichts mehr verpasst, würde mich freuen. Mario sagt Tschüss, bis zum nächsten Part. Der kommt nämlich ganz bald. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann und ciao, euer Domitendos.